Warum ist hier alles schwarz-weiß? Irgendwas stimmt hier nicht. Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Nier Replikant. Da kann man halt nichts machen. So. The couple with the red bags were a strange pair indeed. It Jetzt. boggles the mind to think their relationship can persist despite such intense squabbling. Well, they looked pretty happy in the end, at least. Maybe the secret to living a happy life is sharing your feelings, even when Boah. They're sort of mean and weird. If you adopt such a strategy, I may leave for groceries one day and never return. Ja, er ist so nett, der weiß. Es geht. Goodness. It sounds like the canal repairman had quite the problem on his hands. I'm glad everything turned out all right. Thank you so much for your help. Aber gern gemacht. Don't mention it. I'm looking forward to seeing how the canal turns out. If you need anything else from us, just say the word. Das war's? Thanks, guys. Thanks, guys. Toll. Hey, wait. Ah, huh? Kommt doch noch was. I almost forgot. Yona is looking for you. Yona. She said she needed something from you. Time to go play Big Brother for a I guess so. Thanks, Popola. So, danke Popolo, Popoli, Popola. Dann gehen wir zu der Schwester. Herrlich. Ah ja, Taschengeld abholen wieder mal. Tröpfchen, 700 Geld, auch nicht schlecht. Yay, you're back. Hurra! Popola said you needed something. Yeah, a favor actually. What is it? I can't help if you don't tell me, sis. Okay, I'm gonna say it. Ready? I'm ready, Yona. I need you to help my friend. Your friend? Yep. I have a friend, and we've been writing each other letters. Okay, schon wieder. Seriously? Ein Brief austragen. A pen pal. How delightful. Wie reizend. So ja. Who is this friend? Well, he's kinda. He? It's a guy? Oh, haha, jetzt geht's aber los. Yes, and he's sick and in a whole lot of trouble. And I know that you and Vicey are the only ones who can help him. Vicey. 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 Schön. Tell me about this guy. Sie ist so süß. He lives in this really big house down south. And he's super nice. And he's my friend. Ja, sag das du bereits. To help him, please. Yona, listen. Haus im Süden? Ah, das habe ich schon mal gesehen. Great. Was ist das mit Now den Spinnen? What do I do? Ich kann dir nichts abschlagen, ja. Fine. I'll see what I can do. Yay! Thank you. Na gut. Sagst du noch was? Please help him. Ja. Dann helf mal deinem kleinen Freund. Wir müssen den ja mal unter die Lupe nehmen, ne? Wenn der ja hier jetzt. Great. Jonas got a boyfriend. Ja, genau. Den müssen wir uns angucken. Your voice is trembling. No, it isn't. Shut up. Ja, ja. Die Mädels, ne? Die sind halt immer voraus. Du wirst schon auch noch eine Freundin finden. Wo müssen wir jetzt hin? Einmal durch die Stadt und durch das Südtor, wahrscheinlich. Sehr viel gelaufen in diesem Spiel. Echt, am Anfang. Ich hoffe, das wird später ein bisschen weniger. Die Tempel und so, also halt die Dungeons, finde ich richtig cool gemacht bis jetzt. Und schön abwechslungsreich, aber das Lauf von A nach B Zeug, ne, ist nicht so ganz meins. Aber, naja, vielleicht ist das noch meine Meinung. Oh, oh, neue Gegner. Neue Gegner, neue Wörter. Nice.
Komm her. Komm noch her. Mann. Ja, da. Neues Wort. Pai. Oder Pahi. Pahi. Alter, komm. Dein Ernst. How can these creatures let us dispatch them without complaint? And what would make them appear in this area Gibi. In the first place? It is hardly what one would call especially fertile ground. Ja. Der Große, ne? Sollen wir zuerst den Großen machen? Der nervt halt am meisten. Oh, 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 oh. Leute, Leute. Komm her. Komm her, wenn du nicht raus kommst. Oh, keine. Alter, was? Er macht Damage hier. Also das mit dem Vergiften, das haut nicht so ganz hin. Das ja mit dem Lähmen, das geht gut. Seht ihr, wie er langsam wird? Aber vergiften haut nicht hin. Oh, zuerst ein bisschen die Kleinen weg. Die nerven nur. Oh, keiner ist geschlagen. Guck an. Keiner liegt am Boden. Oh, die steht da wieder auf, ne? Da, der ist jetzt gelähmt. Seht ihr? Vielleicht packe ich mal Vergiften auf das Maschinengewehr, nur um zu gucken, wie das triggert. Solis. Alter, ey, was für ein Kampf. So, Malbuch. Jetzt sind wir ganz schön low an Heilmitteln. Ja genau, ich wollte vergiften. Vergiften wollte ich... beziehungsweise... Magie. Explosion, da. Nur mal zum Testen. Also Azur ist Lähmen. Vergiften ist Con. Oh, da gibt es nochmal Vergiften mit Solier. Was macht das sonst noch so? Was ist, wenn ich Konsolier mache? Konsoles. Konsolier. Lähmen ihn vergiften. Ja, komm, wir vergiften mal. Nur zum Testen. Wenn es nicht funktioniert, machen wir es wieder weg. Wir könnten ja... Ja, genau. Das machen wir noch schnell. Sorry, Leute. Sorry. Bei dem Schwert machen wir schnell Leben ran. Damit wir trotzdem das Leben noch haben. Nee. Nicht Dingsbums-Schwert. Ich habe ja ganz ein anderes Schwert gerade drin. Hier, das hier. Ein Bestien. Das Bestien-Schwert. Alle Worte entfernen, ja. Beste Worte ausrüsten. Erfahrung plus 2, Angriff plus 2. Nee, das wollen wir nicht. Ei ist das... Das ist der Angriff. Okay, Angriff ist gut, plus 6%. Lassen wir so. Hinten sekundär. Lähmen. Vergiften. Kein Effekt, kein Effekt. Hier nehmen wir Lähmen. Mit Azur. Immer Lähmen. Na? Dann lähmen unsere normalen Angriffe jetzt. Das ist ja auch nicht schlecht. Erstmal gleich hier an dem Vieh. Naja. War nicht viel zu testen dran. Und das Gift kann man ja auch nicht wirklich testen an denen, weil die sofort down sind. Na ja, egal. Da! Da! Testobjekte. Nice. Du willst es mit dem Gift? Ah, der Lebensbalken ist jetzt rot. Es war vergiftet. Ja, nice, oder? Gehen die runter auf null? Das sieht man jetzt nicht, weil keine die natürlich niedermacht.
Naja, ich weiß nicht, ob lähmen oder vergiften. Ich würde eher für lähmen sein. Außer vielleicht beim Bossgegner. Da werde ich eher für vergiften, weil der wahrscheinlich sich nicht lähmen lässt. Aber wir werden sehen, was sich bewährt und was nicht. Oh, wieder ein großer. So. Nice. Arsenal ist auch fast wieder aufgefüllt. Sollen wir die da drüben auch noch gleich killen? Wenn wir schon mal hier sind. So, stirbt. Zack, zack, zack. Und ist gelähmt. Nice. Also Lähm auf dem Schwert schon mal nice. So, du auch noch. Sabine. Na gut. Jetzt aber, Leute. Ich weiß, ich zögere das immer hinaus. Zu den Spinnen. Zu den Spinnern. Die wahrscheinlich giftimmun sind. Ne, nicht mal. Guck an, die können auch vergiftet werden. Die haben halt eine hohe Giftresistenz. Die Spinner. Riesenspinner. Jo, nice, dankeschön. So. So, der Herr. Was haben Sie für uns? Warum ist hier alles schwarz-weiß? We have been waiting for you, sirs. Sirs? Der Butler. Please, right this way. Sehr noble Hütte. Muss man sagen. Warum ist hier alles schwarz-weiß? Irgendwas stimmt hier nicht. Herr Butler? Hallo? Hallo? Hallo, wo sind die ganzen Farben hin? Das ist farbig. Witzig. Ja, warten wir einfach, wo der Butler hin will. So. War das jetzt umsonst? Ja, hätte ich einfach hier reingehen können. Ja, natürlich. Speisesaal. Oh, gerne. Sieht lecker aus hier alles. Just let me know if any shades show up, okay? Alter, es ist so direkt. Ja, wir gucken uns ein bisschen um. Während wir warten. Es erinnert ein bisschen an Resident Evil, oder? Also, ich meine den Remake des ersten Teil. Na, echt? Sie hat sich hingelegt jetzt? Hey, keine. Keine. Keine sure is something, huh? She must have nerves of pure steel. Tja. Gut, man kann natürlich nicht laufen. Und wenn wir hier warten sollen, dann können wir auch bestimmt nicht weit da rausgehen, oder? Jo. Es sieht halt echt so ähnlich aus, ne? Da ging es auch in den Gang. Da müsste hier ein Klavier stehen. Ne, hier ist die Küche. Naja, dann passt es nicht. Schade. Hätte mir schon gefallen, wenn sie den Raum von Resident Evil nachgebaut hätten. Tja. Jetzt
Kriegen wir dann sicher gleich Anschiss, warum wir hier rumlaufen. Au. What's the matter, Vice? Scared? Warum ist es farbig? Warum sind die Bilder farbig? Irgendwas stimmt hier nicht. Perhaps we should head back, yes? Also es ist jetzt ein Horrorspiel mit fixer Kamera. Mit einer Mondmarkierung. Naja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Naja. Krass. Also, wo sind wir reingekommen? Hier, oder? Dunkelheit. Aha. Mond und Dunkelheit. Da ist die Küche, ne? Da kommen wir raus. Da stehen glücklicherweise Kisten rum, damit man da nicht durch kann. Sehr seltsam. Kann man die untersuchen hier, die Sachen? Nee. Ah ja. Hey, Kain ist natürlich weg. Kain go? I knew this was a terrible idea. Haunted manners and the like. Oh, why does no one ever listen to me? Der Klassiker halt, ne? Andererseits hat sie hier brav gewartet, während wir nicht das gemacht haben, was wir sollten. Tja. Naja, hier sind wir lang gekommen. Ja, nochmal gucken, ob das... Hat das nochmal Ähnlichkeit? Das hat verdammte Ähnlichkeit mit Resident Evil, ne? Hier so der typische Toraufgang in der Mitte. Da konnte man... Ja, da konnte man hoch, das weiß ich noch. Man konnte auch die Tür aufmachen und dann kam so ein Zombiehund. Wir könnten das ja mal versuchen. It's locked. Ne, ist verschlossen, ist doch klar. Okay. Was gab's da noch? Da gab's noch unter der Stiege gab's noch was damals. Ne? Gab's nix, okay. Okay. Dann lass uns nochmal zu den Bildern gehen. Das war das einzige mit Farbe. Das macht's halt. Oh Gott. Oh mein Gott. Der hat mich jetzt erschreckt. Hallo, Sir, ist jemand im Kühlschrank? Hallo? Kann ich den Kühlschrank zerschlagen? Nee. Da bin ich nicht reingegangen, oder? Achso, das ist die Dunkelheit-Markierung, ja. What's this? The picture has changed. Ich wollte gerade sagen, der hatte keine Hörner vorhin, oder? Okay, das geht nicht. So Leute, damit ist der Part auch schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Thales. Tschüss.